Mein Name ist Josephine Herzig und bei B-Lab bin ich verantwortlich für das Swiss Triple Impact Programm, vor allem in Zürich, aber auch für die gesamte Deutschschweiz. Wir stehen als Gesellschaft vor enormen Herausforderungen. Wir können es jeden Tag in der Zeitung lesen, sei es Klimakrise, Ungleichheit. Und wir wissen, dass die Wirtschaft enorm viel Potenzial hat, da zu Lösungen beizutragen. Beziehungsweise wissen wir, wir können diese Herausforderungen nicht angehen ohne die Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft muss Teil der Lösung werden. Das Swiss Triple Impact ist ein schweizweites, ein nationales Programm, mit welchem wir Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele, ihre Maßnahmen mit den Nachhaltigkeitszielen der UNO abzustimmen und dann die Chancen zu nutzen, die sich daraus ergeben. Also es ist im Wesentlichen ein Transformationsprogramm für das Geschäftsmodell, weil wir wissen, ein Geschäftsmodell 2030 wird anders aussehen als 2020. Und für alle Unternehmen, die diese Chancen packen wollen, lohnt es sich, sich diese Gedanken zu machen und diesen Weg zu gehen, weil wir wissen, Nachhaltigkeit wird in der Tendenz wichtiger und nicht weniger wichtig. Das Swiss Triple Impact Verzeichnis ist eine online frei zugängliche Datenbank. Darin listen wir auf alle Unternehmen, die am Programm teilgenommen haben und die Ziele eingegangen sind, die auf die SDGs einzahlen. Das bringt dem Unternehmen Visibilität und Transparenz, zeigt, was sie alles geleistet haben, was sie auch leisten werden. Wichtiger aber am SDI-Verzeichnis ist im Wesentlichen, es bietet sehr viel Inspiration für andere Unternehmen. Alle Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit anfangs beschäftigen, fragen sich, was machen die anderen? Meine Region, meine Größe, meine Branche? Und dazu bietet das Verzeichnis die Antwort dazu. Schwierige Frage. Ich mag alle SDGs, kann ich auch so antworten, weil ich glaube, dass die SDGs sind alle so miteinander verbunden und voneinander abhängig, dass es schwierig ist, das eine als das Lieblings- oder das Wichtigste herauszupicken. Wichtig ist auch, das ist auch unsere Ambition zu zeigen, wie die auch voneinander abhängen und wie sie voneinander profitieren.